Ja, herzlich willkommen, Jörg. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Ja, es geht heute im Rahmen meiner Reihe Erfolg beginnt im Kopf um das Thema mentale Stärke. Ich persönlich finde, es ist ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, insbesondere auch im Leistungssport. Wie komme ich dazu? Was bedeutet für mich das Konzept Erfolg beginnt im Kopf? Erfolg beginnt im Kopf. Am Beispiel eines Eisbergs stellen wir uns einfach mal vor, wir fahren mit einem Schiff auf einen großen Eisberg zu. Das ist die gleiche Situation, als wir sitzen im Stadion auf der Tribüne und schauen hoffentlich dann bald auch mal wieder vor einer großen Kulisse einem tollen Fußballspiel zu. Und was sehen wir letztendlich? Wenn wir im Schiff sitzen, sehen wir letztendlich einen Eisberg. Und wir sehen alles das, was über der Wasseroberfläche ist. Und das, was aber unter der Wasseroberfläche ist, da geht der Eisberg weiter, aber das sehen wir im ersten Moment nicht. Und die Parallele zum Fußball ist hier einfach, dass wir vieles wahrnehmen, was auf dem Platz passiert, aber aus unserer Sicht, auch von der Agentur Players Factory, vieles wichtig ist, was eben auch außerhalb des grünen Rasens passiert. Und diese Themen möchte ich eben einfach mal durchleuchten und mit Fachexperten sprechen. Heute mit dem Thema mentale Stärke. Vielen Dank, Jörg, dass du dir, wie gesagt, die Zeit nimmst und uns an deiner Expertise letztendlich ja, Gedanken lässt. Sehr Ganz kurz gerne. vielleicht zu dir, Jörg. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, sehr gerne. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, mein Name ist Jörg Weitz. Ich bin 44 Jahre jung, komme aus dem Rheinland und ich bin als Trainer und Coach tätig in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Stressbewältigung. Und wenn man das Ganze jetzt mal ja, ich sage jetzt mal, versuchen würde, auf einen Nenner zu bringen, dann bin ich so der klassische Mentalcoach, also so, wie man sich das vielleicht auch ein klein wenig vorstellt. Ich habe, und das sage ich immer wieder, das Glück, dass ich mein Hobby auch so ein bisschen zum Beruf machen durfte, denn ich arbeite mit vielen Spitzensportlern zusammen, Leistungssportlern zusammen, das heißt klassisch gesehen Fußballspieler aus den oberen Ligen. Ich habe Olympioniken, die ich betreue. Ja, das, wie gesagt, macht mir unglaublich viel Spaß. Sehr, sehr vielfältig und genau das, was du auch gesagt hast, Marcel. Es ist eben nicht nur das, was man auf dem Platz sieht oder was man als Fan oder Zuschauer auf dem Platz sieht, wenn man dann mal irgendwann wieder auf der Tribüne sitzen darf, sondern da ist eine ganze Menge hinter. Und hinter diese Kulissen schaue ich, indem ich von Vereinen gebucht werde, also klassische Bundesliga-Vereine beispielsweise, die da nach Unterstützung fragen, aber logischerweise auch klassisch gesehen Spielerberater, das heißt Spielerberater, die sich im Klaren darüber sind, wie wichtig mentale Stärke in der Tat ist. Und ich persönlich nenne es auch wirklich ganz bewusst so, Spielerberater, die dann auch für sich die Notwendigkeit erkannt haben, professionelle Hilfe mit ins Boot zu holen. Ja, und ich sage jetzt mal, das ist ja auch, wie ich persönlich finde, ein sehr wertschätzender Austausch, den wir tagtäglich haben. Ja, weil ihr euch eurer Verantwortung natürlich auch euren Spielern bewusst seid und da dementsprechend ja nicht versucht, irgendwas selber zu machen, sondern dementsprechend ja professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und für mich ist das Thema insoweit interessant, weil ich nicht nur den Sport, sondern auch eben klassisch gesehen den Business-Kontext habe. Und mir wird so oft die Frage gestellt, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied oder wo sind die Gemeinsamkeiten von Sport und Business? Und ich versuche das immer relativ einfach zu beantworten, weil für mich ist Sport Business. Business ist aber zugleich auch Sport. Ja, also vom Grundsatz her ist es vollkommen egal, wo ich jetzt tätig bin. Vom Grundsatz her hast du immer eine Gemeinsamkeit, nämlich dass du in einer gewissen Art und Weise natürlich an deiner Leistungsperformance dementsprechend gemessen wirst. Ja, danke, Jörg, für die sehr richtigen und wichtigen Worte. Jetzt kommen wir zu dem Thema mentale Stärke. Dieses Thema oder der Begriff mentale Stärke ist ja sehr, sehr vielseitig. Nicht nur im Sport, sondern auch im Business.
Das ist in Unternehmen so, das ist bei jeder Persönlichkeit so, dass das Thema mentale Stärke einfach extrem wichtig ist, um seine Leistung abzurufen. Heute eben zum Thema Sport, insbesondere dem Thema Leistungssport. Was bedeutet es denn eigentlich für dich, mental stark zu sein im Leistungssport? Naja, ich glaube, dass die mentale Stärke im Leistungssport eine immens wichtige Rolle spielt. Und ich finde es übrigens auch ganz wichtig, dass man eben über die körperliche Stärke und zugleich über die mentale Stärke spricht, weil ich persönlich bin der festen Überzeugung, und das zeigen auch ganz, ganz viele Beispiele, dass es eben nicht nur ausreichend ist, wenn ich meinen Körper trainiere, also wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, jeden Tag klassisch gesehen auf dem Trainingsplatz stehe, ja, einen tollen Schuss habe, eine gute Kondition habe, weil das alles bringt mir grundsätzlich überhaupt nichts, wenn ich nicht in der Lage bin, auch mal in Situationen, die vielleicht nicht ganz so optimal laufen, über, wie gesagt, die sogenannte mentale Stärke zu verfügen. Weil am Ende des Tages, ja, kann mein Körper wirklich absolut durchtrainiert sein. Und das sieht man ja auch oftmals, wenn du klassische Spitzensportler hast, die in einem sogenannten Leistungstief hängen. Da muss man sich ja die Frage stellen, wie kommt das überhaupt? Ja, und dieses Leistungstief, das hängt ja nicht daran oder damit zusammen, dass diese Person jetzt auf einmal körperlich abgebaut hätte oder aber beispielsweise schlechter trainiert, sondern diese Person ist einfach nicht in der Lage, Leistung abrufen zu können. Und das kommt seltenst vom Körper, sondern meistens wirklich dann eben dementsprechend auch vom Kopf, also von der mentalen Stärke. Ja, danke dir. Jetzt ist es natürlich die große Kunst, das zu erkennen. Als Person selbst und auch in der Funktion, wenn man eben Spieler berät. Oftmals ist es so, wenn wir mit Spielern über dieses Thema zum ersten Mal sprechen und wir sprechen auch schon mit Jungspielern über dieses Thema, die sich mit so einem Thema vielleicht noch gar nicht befassen, dann hat das immer so einen, ich sag's mal, so einen negativen Touch, weil die Spieler fühlen sich dann so, als müssen sie jetzt eine Schwäche offenlegen. Ich sehe das nicht als Schwäche, weil immer wenn es um das Thema mentale Stärke, mentale Gesundheit oder in Richtung Sportpsychologie geht, dann sehe ich das auch sinnvoll, sich nicht erst damit zu beschäftigen, wenn man in einem sogenannten Leistungsloch, wie du es gerade gesagt hast, sich befindet oder eben in einer Krisensituation steckt, in welcher auch immer, ob es eine private ist, ob es im Sportlichen ist, sondern ich sehe es als extrem wichtig, dass man sich ab einem gewissen Niveau ja regelmäßig mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, warum ist es denn so, dass viele Spieler das als, ja, ich sag mal, in erster Linie negativ sehen? Und warum ist es so, dass oftmals die Situation herrscht, dass, wenn sie dann in eine Krisensituation kommen, erst dann letztendlich einen Mentaltrainer oder einen Sportpsychologen aufsuchen? Ja, sehr spannende, interessante und vor allen Dingen natürlich auch sehr berechtigte Frage, weil genau das, was du sagst, das sind natürlich oftmals die Themen, mit denen sich gerade eben junge Menschen auseinandersetzen. Und wenn wir vielleicht erstmal darüber reden, warum tun sich vielleicht viele Personen so schwer damit, sich diesem Thema, sage ich mal, zu stellen. Ich glaube, das ist in einer gewissen, ja, wie soll man das sagen, Art und Weise auch der Gesellschaft geschuldet, weil wenn du dir selber die Frage stellst, wenn wir jetzt mal weg aus dem Leistungssport gehen oder auch wirklich ganz bewusst mal weg aus dem Business, sondern ins ganz normale Privatleben reingehen, naja, wann sollte man denn zum Psychologen gehen? Und ich sage das jetzt ganz bewusst mal so platt dahergesagt, du gehst ja dann zum Psychologen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, also das ist zumindest mal die Wahrnehmung, die man so hat. Ich persönlich sehe das natürlich vollkommen anders, ja, weil am Ende des Tages ist aus meiner Sicht ein Psychologe genauso ein wie soll man das sagen, ein Instrument, wie ein Facharzt beispielsweise. Ja. Ich weiß also ganz genau, wenn ich körperliche Beschwerden habe, ja, dann gehe ich zu dem Arzt. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zu dem Arzt. Und ich gehe da übrigens nicht nur hin, wenn ich Schmerzen habe, sondern klassisch gesehen würde jeder Mensch von uns auch zu einem ganz normalen Arzt gehen, wenn es um eine sogenannte Vorsorgeuntersuchung geht. Ja, und das machen wir ja nicht dann, wenn wir irgendwelche belastenden Dinge haben, sondern weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir präventiv unterwegs sind. Und genau so kann man das klassisch gesehen bei einem Mentaltrainer, bei einem Sportpsychologen
auch sehen. Ja? Du hast auch berechtigterweise die Frage gestellt, warum stellen sich Menschen diesen Situationen erst dann, wenn vielleicht das erste Leistungstief da ist, wenn die ersten Problemsituationen eingetreten ist. Ich persönlich kann immer nur dazu raten. Und Stressbewältigung ist ja ein Thema, was ich auch tagtäglich habe, was aus meiner Sicht übrigens auch zum Thema der mentalen Stärke mit dazugehört. Ja, es gibt so ein wunderbares Wort, das heißt Resilienz. Und Resilienz steht für eine Widerstandsfähigkeit gegenüber stressigen Lebenssituationen. Und Resilienz kann man eben trainieren, genauso wie ich meine Muskeln mehr oder weniger trainieren kann. Das bedeutet, wenn ich mich auf gewisse Lebenssituationen, die mal im Profisport, wenn wir jetzt mal bewusst beim sportlichen Kontext bleiben, weil wir dürfen niemals verlieren, vergessen, dass natürlich auch Profisportler nur Menschen sind, die ihre ganz normalen Probleme, genau wie du und ich, außerhalb des Platzes haben. Genau. Ja, da ist es einfach enorm wichtig, dass ich in der Lage bin, mir, ich sag mal bewusst für schlechtere Zeiten ein kleines Polster aufzuarbeiten. Und ich arbeite da immer sehr gerne mit einem Beispiel, wenn du heute bei minus 10 Grad rausgehst, was machst du? Du ziehst dich möglichst dick an. Das heißt, damit du widerstandsfähiger gegenüber dieser Kälte bist. Und wenn ich jetzt vom Grundsatz her keinen Schutz habe, also das heißt, wenn ich mich nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, dann ist es gefühlt so, dass du wirklich mit einem kurzen T-Shirt in diese minus 10 Grad rausgehst. Das wird alles funktionieren, aber du wirst eben feststellen, dass du dieser Situation draußen nicht lange gewachsen sein wirst. Wenn du aber permanent immer mit diesem Thema zusammen bist, ja, und du dir, ich sage jetzt mal, so eine kleine Rüstung anziehst, weil du dich einfach schon im Vorfeld mit gewissen Themen auseinandersetzt, wo es menschlich sein wird, dass genau das passieren wird, gerade übrigens bei jüngeren Spielern, ja, die vielleicht eine enorme Potenzialentwicklung haben. Irgendwann wird es so sein, dass du mal, ja, dass du mal in einem Leistungsloch bist. Und die Probleme sind ja oftmals gar nicht das Leistungsloch, sondern oftmals klassisch gesehen die Impulse, die von außen kommen. Ja, auf einmal fangen die Fans an zu motzen, ja, im Stadion wird gepfiffen und du liest negative Kritik in irgendwelchen Fachzeitschriften. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich mich dann in dieser Zeit schon im Vorfeld damit auseinandergesetzt habe, dann gehe ich eben gefühlt nicht mit diesem T-Shirt in die minus 10 Grad, sondern vielleicht schon mit einer etwas dickeren Jacke, ja, weil ich für Rüstung gesorgt habe, für eine mentale Rüstung. Die Kälte ist identisch, aber ich werde in der Lage sein, wesentlich länger mit diesen Bedingungen umgehen zu können, einfach nur, weil ich gut vorbereitet bin. Ja, ich denke, sehr gut auf den Punkt gebracht und genau das ist auch der Grund, warum wir uns in der Agentur Players Factory auch diesem Thema so widmen, wie wir uns diesem Thema widmen, weil dieses Rüstzeug in der heutigen Gesellschaft, sowohl im Privatleben als auch im wirtschaftlichen Umfeld, aber auch als Profisportler extrem wichtig ist, dass man eben gerüstet ist, weil am Ende ist das ein knallhartes Geschäft, die Fußballbranche, das wissen wir. Und ja, da gilt es, sich eben gut zu rüsten. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass hat man eben hier auch mentale Stärke beweist und sich die auch aufbaut. Wenn man jetzt mal überlegt, jetzt ist jemand bei dir oder bei anderen Mentalcoaches in der Betreuung und baut sich dieses Rüstzeug auf. Welche nachhaltigen Auswirkungen kann denn das haben? Weil wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, was gibt es für Risiken in diesem Thema, aber was für nachhaltige Auswirkungen kann das auf eine sportliche Leistung haben oder was für positive Auswirkungen stecken dahinter, ein gutes Rüstzeug zu haben? Mhm. Naja, ich glaube, das kann man relativ einfach auf einen Punkt bringen. Ich habe Selbstvertrauen und wenn wir jetzt mal dieses Wort Selbstvertrauen nehmen, dann bedeutet das ja, ich bin in der Lage, mir selbst zu vertrauen. Und wenn ich in der Lage bin, mir selbst zu vertrauen, dann bedeutet das in allererster Linie natürlich beispielsweise meinem Körper, ganz klar. Aber, und genau das ist der Punkt, vom Grundsatz ja auch meinen Fähigkeiten, die ich habe. Ja, weil weißt du, das Spannende ist ja, wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum nehmen denn Profisportler, ja, Jungprofis, egal wie man es nennt, warum nehmen die sich denn einen Mentaltrainer? Also die im Endeffekt schon so weit denken.
Punkt eins, um, wie gesagt, dieses Rüstwerkzeug anzuziehen. Aber Punkt zwei, und ich finde das an dieser Stelle auch mal ganz wichtig, das, was ich tagtäglich mache, das ist ja keine Zauberei. Ja, das bedeutet, ich bin nicht in der Lage, mit irgendwelchen mentalen Arbeiten gewisse Dinge hervorzuholen, die einfach im Vorfeld nicht antrainiert wurden. Das heißt, bei mir geht es darum, und genau das ist die Aufgabe eines Mentaltrainers, dass Leistungsvermögen, das ein Spieler besitzt, dass er in der Lage ist, das punktgenau abrufen zu können. Also um einfach ein Beispiel zu machen, wenn heute ein Kreisklasse-Spieler zu mir kommt, ja, der sagt, Mensch, und ich möchte besser werden, ich werde über ein mentales Training, werde ich nicht in der Lage sein, den auf einmal zu einem Champions League-Spieler zu machen. Was ich aber kann, ist, wenn wir einen Champions League-Spieler haben, der momentan nicht in der Lage ist, permanent seine Leistung abrufen zu können. Wo man aber ganz genau weiß, er hat vom Grundsatz her das Leistungsvermögen, dann bist du eben in der Lage, als positiven Aspekt punktgenau über unterschiedliche Arbeitsweisen dieses Leistungsvermögen dann auch wirklich abrufen zu können. Wir kennen ja alle, gerade im Sport, ja, oder in den Medien, wenn mal wieder irgendwelche Spieler auseinandergenommen werden über oftmals nicht ganz so konstruktive Kritik, dass darüber gesprochen wird, die klassischen Trainingsweltmeister. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Wort, weil Trainingsweltmeister, was ist denn damit gemeint? Damit ist grundsätzlich gemeint, dass du einen Spieler hast, der im Training seine Leistung abrufen kann, aber das seltsamerweise nicht im Liga- oder im Pokalspiel, also in Pflichtspieleinsätzen, auf den Rasen bringen kann. Wo man sehen kann, die Ressourcen und Kapazitäten sind grundsätzlich vorhanden, weil im Training kann diese Person das zeigen, aber im Wettkampf nicht. Bedeutet, da muss irgendeine Blockade sein, also irgendwas, irgendein Hemmnis, was dazu führt, dass diese Person das Leistungsvermögen eben nicht abrufen kann. Und genau das ist die positive Nachhaltigkeit, wenn du mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest. Ja, sehr spannend. Die Kunst ist es hierbei natürlich, das als Person selbst erkennen zu können, dass man letztendlich in dieser Situation ist oder dass man dieses Instrument eben als ja, Stärkung der eigenen Persönlichkeit letztendlich auch nutzt. Und wir haben beide auch schon oft drüber gesprochen. Du hast es gerade gesagt, du kannst natürlich nicht zaubern, weil der erste Ansatz ist natürlich, das selbst zu verinnerlichen und selbst zu verstehen, was einfach da dran hängt, um sich dem ganzen Thema auch zu öffnen, ja. Weil es bringt am Ende nichts, wenn man sagt, und wir kennen das alle, man geht zu einer Schulung und interessiert sich vielleicht gar nicht für das Thema, aber der Chef sagt, jo, da musst du jetzt mal hingehen, dann ist das ein Unterschied, ob ich da hingehe und sage, ich freue mich auf die Inhalte, die mir heute vermittelt werden. Oder ich setze mich da halt rein und sage, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ich höre es mir einfach mal an, aber so richtig wichtig ist mir das halt nicht. Also ich will damit sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass eben die Personen selbst auch erkennen, dass das einen gewissen Mehrwert für einen selbst bringt, wenn man an diesen Themen arbeitet. Ich würde gerne mal mit dir eine Situation besprechen, vielleicht auch aus dem Alltag. Und diese Situation, die will man sich natürlich auch nicht erhoffen und will man auch keinem wünschen, aber es kommt natürlich oft vor, dass Spieler aufgrund zum Beispiel einer schweren Verletzung ja, in ein Leistungsloch will ich gar nicht sagen, weil dann kann die Leistung gar nicht abgerufen werden, weil man körperlich nicht in der Lage ist im Rahmen einer Verletzung. Aber stellen wir uns einfach mal so einen 24-jährigen Fußballprofi vor, ein super gutes Alter im Fußball, spielt in der zweiten Bundesliga, ist bereits seine zweite Saison, die er hervorragend spielt. Er hat sich mit seinen Leistungen auch schon in die Notizbücher von Managern der ersten Liga gespielt. Und ja, die Winterpause ist vorbei, es geht in die ersten Rückrundenspiele. Gerade die Rückrunde ist wichtig, um letztendlich nochmal seine Leistungen zu bestätigen, um vielleicht nochmal einen neuen Vertrag zu bekommen im Sommer, vielleicht auch in eine höhere Liga. Und dann passiert leider das, was nicht passieren soll im fünften Spiel der Rückrunde. Passiert in der 82. Spielminute im Zweikampf die Situation, dass sich der Spieler das Kreuzband reißt. Und ja, in dem Moment vielleicht im ersten Moment noch gar nicht realisiert, was bedeutet das eigentlich. Aber wenn er dann so ein bisschen zur Ruhe kommt, rattert ja der Kopf, weil der Spieler wird sich fragen, was passiert jetzt, wenn ich jetzt 6 Monate verletzt bin, 6 Monate aus dem Rampenlicht raus?
Das bedeutet aus dem Fokus raus und 6 Monate knallharte Arbeit, um am Ende körperlich wieder leistungsfähig zu sein. Und was wird erwartet im ersten Spiel, wenn er wieder auf dem Platz steht? Dass er, ich sag's mal, der Alte ist. Und was passiert eigentlich genau in dieser Zeit? Und für mich ist das natürlich eine Krisensituation in einer Situation, wo ein Spieler sehr stark mental aufgestellt sein muss, weil es nicht nur bedeutet, die körperliche Fitness wiederherzustellen und die Gesundheit in dem Sinne, sondern letztendlich auch die mentale Fitness extrem auf den Punkt. Das heißt, wieder für das erste Spiel die Rückkehr nach der Genesung eben ja, sich darauf vorzubereiten. Ne? Und ja, das ist halt so ein Thema. Wie geht ein Spieler damit um, aus deiner Erfahrung heraus? Und gerade auch mit dem Druck von außen, weil es wird einfach erwartet, der Spieler kommt aus einer Verletzung wieder zurück und er soll eigentlich die Leistungen abrufen, die er eben vorher auch Klar. gezeigt hat, ne? Also Genau. hohe Messlatte ist hohe Messlatte. Genau. Was in dem Moment übrigens erstmal total einfach klingt. Ja, also für Otto Normalverbraucher, der den Spieler vor der Verletzung gesehen hat, der weiß, was er kann. Also ist klar, wenn der irgendwann wieder da ist, dann wird er das wohl wieder können. Ist nicht ganz so einfach, weil du es eben genau gesagt hast. Übrigens, das Beispiel, was du gerade nennst, sehr traurig für jeden Spieler, aber eben auch das muss man sagen, absolut realistisch. Ja? Und ich kann natürlich nicht pauschalisiert beantworten, was jetzt in einem Spieler vorgeht. Ich kann dir sagen, dass ich einige Spieler in den letzten Jahren diesbezüglich bei mir im Coaching hatte, im Training hatte und man festgestellt hat, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Gedankengänge gab. Und wir sind genau jetzt übrigens bei dem Thema, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, so zum Thema Resilienz. Wenn ich mich auf gewisse Dinge vorbereite, also das heißt, wenn ich nicht erst in der Krisensituation jetzt beginne, meine mentale Stärke zu erarbeiten, sondern wenn ich das vorher gemacht habe, dann kann man davon ausgehen, dass ich mit gewissen Situationen im Leben wesentlich besser umgehen kann. Warum? Genau die Situation, die du gerade geschildert hast, die gehört leider zum Risiko eines Berufssportlers, eines Profisportlers mit dazu. Das bedeutet, genau das sind die Situationen, wo ich mich darauf vorbereiten sollte. Was nicht heißt, dass ich jetzt in jedem Spiel, in jedem Training, in jeder Aktion, die ich vollziehe, dass ich im Hintergrund immer die Gedanken haben muss, es kann jetzt was passieren, aber es kann eben was passieren. Und deswegen, auch da realistisch, du hast über die 24-jährige Person gesprochen, was ein sehr, sehr gutes Fußballeralter ist. Die Sache ist die, ja, wenn wir jetzt mal sagen, ein Jungprofi, ich meine, du weißt es selber, das wird dann eben heute, es wird immer weiter runter, die Profi- oder die Spielerberater, die gehen in die Nachwuchsleistungszentren und so weiter. Das heißt, wir reden heute über 17-, 18-, 19-jährige Profis, die ja auch in der Bundesliga richtig für Furore sorgen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, realistisch betrachtet, wie lange geht eine Karriere? Ja, also wenn ich von Verletzungen größtenteils verschont bleibe, aber natürlich trotzdem mal irgendwann durch eine Verletzung aus der Bahn geworfen wurde, ja, dann sind es vielleicht 10, 12, 14 Jahre, ja, maximal, glaube ich. Und da sollte man, und das ist auch immer mein Reden, weißt du, das Gesamtkonstrukt, das sollte passen. Gesamtkonstrukt bedeutet für mich, dass ich nicht nur meinen Fitnesstrainer habe, dass ich nicht nur meinen Ernährungsberater habe, dass ich nicht nur meinen Spielerberater habe, dass ich nicht nur meinen Mentaltrainer habe. Und jetzt gehe ich mal ganz bewusst weg von Trainern, sondern dass ich allgemein in meinem Leben gut aufgestellt sein sollte. Das bedeutet, ja, ob es jetzt die eigene Absicherung ist, ja, ob ich mich gegen gewisse Risiken abgesichert habe und so weiter. Weil Fakt ist ja eines, wenn man sich die Frage stellt, was passiert eigentlich bei so einer Verletzung?
Wir brauchen nicht darüber reden, dass wenn die Person, und ich, sorry, wenn ich dieses Wort jetzt ganz bewusst nutze, aber ich habe eben wirklich schon alles gesehen, wenn ich von der Hand in den Mund lebe, dann ist es natürlich klar, dass mein Gedankenkarussell, also das heißt meine Ängste, die ich habe, vollkommen anders sind, als wenn ich ganz genau weiß, okay, egal was jetzt passiert, du bist gut aufgestellt außerhalb dieser Verletzung. Das heißt, dann ist der Genesungsprozess natürlich nochmal ein vollkommen anderer, also auch von der mentalen Stärke, wenn ich weiß, ich brauche jetzt beispielsweise finanziell keine Ängste zu haben, als wenn ich eben dementsprechend nicht vorgesorgt habe. Übrigens, an der Stelle ein relativ treffender Vergleich. Wenn du die Frage stellst, ja, warum Mentaltrainer schon im Vorab? Naja, also warum sollte ich mich auch gegen gewisse Risiken absichern vorab? Weil wenn es soweit ist, ist es entweder zu spät oder es ist unheimlich schwierig, die Kurve zu kriegen. Und genauso ist es eben beim Mentaltrainer auch. Und genau darum geht es, wenn du auf die Situation vorbereitet bist, also wenn du gewisse Dinge realistisch betrachtest, dann wirst du, und das sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, feststellen, dass die Personen, die realistisch im Vorfeld damit umgegangen sind und die gut abgesichert sind, dass die wieder schneller auf den Platz stehen und ihre Leistung bringen, als die Personen, die in einer gewissen Art und Weise einem Druck ausgesetzt sind. Weil das ist ja dann im Endeffekt eine weitere mentale Belastung, die ein junger Spieler dann mitbringt. Und ja, genau das passiert in so einer Situation. Und vielleicht noch eine Sache, weil du es eben auch gesagt hast. Die Leute erwarten, genau, ja, weil die Leute erwarten eben, ich als Fan, der vielleicht nicht hinter die Kulissen schaut, natürlich ist es für den unverständlich, wenn eine Person auf dem Platz steht, mal eine gewisse Leistung vollbracht hat und die nach einem Kreuzbandriss, wenn wir bei der Verletzung bleiben, nicht sofort abrufen kann. Das, was ich jedem Spieler nur raten kann, ist, und jetzt sind wir auch wieder beim Thema mentale Stärke, das wirklich auszublenden, weil am Ende des Tages die Leistungsfähigkeit, die kann wiederhergestellt werden. Es wird aber nicht besser, wenn ich mich dadurch von außen beeinflussen lasse, dass man mir ein zeitliches Limit setzt, wann ich das wieder abrufen kann. Genau, das sind die Punkte, die du auch gerade angesprochen hast, dass man eben sich davon nicht beeinflussen lässt. Das zeigt ja auch eine gewisse mentale Stärke und auch eine ja, Gesundheit, die letztendlich in einem selbst ist, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, ne? Genau. Dieses Thema Absicherung, ich spreche es an dieser Stelle auch gerne nochmal an. In meiner Reihe Erfolg beginnt im Kopf, werde ich ja auch mit Fachleuten aus der Branche Absicherung im Profisport sprechen, um eben genau zu schauen, was muss man denn in dem Moment beachten, um letztendlich ein gewisses Sicherheitsdenken für solche Situationen auch ja, im Vorfeld zu haben. Und wie kann ich mich da am besten auch absichern, um dann eben mich nicht noch gedanklich damit zu belasten, dass ich mir überlegen muss, ob ich mir noch meine teure Mietwohnung direkt in tollster Lage leisten kann oder vielleicht aufgrund von Gehaltseinbußen, Krankheit etc. pp. Da halt finanziell in ein Loch falle, weil das ist natürlich auch nicht förderlich in solchen Situationen, was dann den Gesamtgenesungsprozess betrifft, ne? Absolut. Jetzt haben wir viel über Situationen gesprochen, viel über mentale Stärke, viel über Fälle, die du aus deinen Erfahrungen kennst. Für mich wäre auch mal ganz interessant, und ich kenne ja auch einige Methoden, aber ich denke, es ist für jeden interessant, mit welchen Methoden arbeitest du denn im Mentalcoaching oder was sind denn deine Vorgehensweisen? Ja, also ich habe da durchaus sehr, sehr unterschiedliche Werkzeuge. Für mich gehört übrigens zur mentalen Stärke auch dieser Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich selber, dass ich erstmal selber weiß, wer bin ich. Ja, und wer bin ich bedeutet, was sind eigentlich so klassisch gesehen meine Ressourcen und Kapazitäten, also meine Stärken, die ich mit auf den Weg bringe. Vielleicht aber auch, und das sollte uns auch klar sein, dass jeder Mensch eben auch sogenannte Defizitbereiche hat. Ja, und wenn es nach mir geht, man darf auch mal gewisse Defizite, die man hat, einfach akzeptieren und vor allen Dingen annehmen, dass sie so sind. Das macht vieles wesentlich einfacher.
Das heißt, die klassische Biostrukturanalyse setze ich ein. Das ist ein Persönlichkeitsmodell. Warum? Weil man das sehr gut mit sogenannten persönlichen Stressverstärkern kombinieren kann. Also das bedeutet, wann gerate ich in eine negative Stresssituation? Und auch wenn ich das weiß, bin ich natürlich in der Lage, mit gewissen Dingen besser umgehen zu können. Es gibt da eben die sogenannte instrumentelle, die sogenannte kognitive und die regenerative Stressbewältigung. Da arbeite ich sehr gern mit. Und zwei unheimlich wichtige Werkzeuge, die ich gerade im Bereich der kognitiven Veränderungsarbeit habe, das ist der Bereich Hypnose-Coaching und auch Wingwave als sogenanntes Ressourcen- und Emotionscoaching. Ja, sehr, sehr spannend. Ich kenne einige dieser Methoden, die du anwendest, aus deinem, ja, ich sag mal, Werkzeugkasten. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich glaube, du warst derjenige, der mich auch gedanklich auf diese Reise mitgenommen hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und der mir persönlich auch da viele, viele Dinge klar gemacht hat, weil ich habe selbst die Biostrukturanalyse bei dir erleben dürfen. Und es ist wirklich spannend, das wirklich mal zu bearbeiten, was ist denn das Selbstbild, und was ist denn das Fremdbild? Also wie komme ich bei anderen an? Und ja, da ist es letztendlich auch so, sich selbst mal wieder so richtig einzuordnen, wo stehe ich eigentlich? Und ich kann das nur empfehlen und ich auch das Thema Hypnose und Wingwave, ich finde, das ist bei dir echt klasse, weil du es auf eine super persönliche und freundliche Art machst. Und wenn man sich darauf einlässt und wir haben es an eigenen Erfahrungen auch schon beide erleben dürfen, dann ist es wirklich sehr, sehr spannend und auch hilfreich und stärkt letztendlich das Thema mentale Gesundheit. Also an der Stelle nochmal großes Danke auch für deine Leidenschaft, die du da immer an den Tag legst, ne? Von Herzen gerne. Für mich wäre auch noch mal ganz spannend und ich denke für die Zuhörer ebenfalls, was sind denn so, wenn du mal an deine Jahre zurückdenkst, in denen du diese ganzen Themen schon bearbeitest und Profisportler betreust, berätst, coachst, was sind denn so deine persönlichen Highlights? Ja, da gibt es im Laufe der Jahre mit Sicherheit eine ganze Menge. Wenn ich mich jetzt mal auf den Leistungssport berufe, dann kann ich mich an eine Situation erinnern, einen Stürmer der ersten Fußball-Bundesliga, extrem talentiert übrigens, der auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er ein echter Torjäger ist. Und da war es so, wie kann man sagen, dass diese Person auf einmal Ladehemmungen hatte. Und auch das ist ja genau dann das spannende Thema, dass man sagt, teilweise können die Spieler sich das ja selber nicht erklären, ja, wo ich ganz genau weiß, ey, im Training, ich mache eine Bude nach der anderen und sobald ich im Spiel bin, ist das wirklich wie vernagelt und die Person aus dem Arbeiten raus, also gefühlt, je näher sie aufs Tor zulief, und das ist ihr Job als Stürmer, desto größer wurde auf einmal die Stresssituation im Kopf, was wir rausarbeiten konnten. Und wir haben einfach festgestellt, dass es da mental eine gewisse Verkettung von Bildern und Emotionen gegeben hat. Und das haben wir auf eine ziemlich einfache Art und Weise wegarbeiten können. Und diese Person hat danach zur alten Leistungsstärke wieder gefunden und hat gefühlt ein Tor nach dem anderen gemacht. Und das ist natürlich unglaublich schön, wenn du es von außen auch so ein bisschen mitverfolgen kannst und natürlich zählbare Ergebnisse hast. Das ist also ein Beispiel. Das zweite Beispiel, und da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich persönlich wesentlich wichtiger, weil es tatsächlich auch ein bisschen emotionaler ist. Das war, ist ein Profisportler, der im Internet einem ziemlich extremen Bashing ausgesetzt war. Ja, und leider ist es heute so, dass die sozialen Medien mit dazu führen, dass es gefühlt keine Hemmschwelle mehr gibt, wenn also andere Personen beleidigt oder diffamiert werden. Und du hörst oftmals Aussagen, naja, das sind Millionäre, die müssen das ja also ohne Probleme wegstecken können. Punkt eins sage ich dann eben immer, auch wenn es Millionäre sind und auch wenn ich meine Mitgliedsbeiträge bezahle oder wenn ich meine Jahreskarte habe, das rechtfertigt noch lange nicht, ja, dass ich im Internet zu Bedrohung oder zu Gewalt aufrufe. Punkt eins. Punkt zwei. Ja, es sind Profis,
Aber es ist heute vom Grundsatz her vollkommen egal, was ich verdiene, wie viel ich verdiene. Das heißt nämlich noch lange nicht, dass ich mal eben Stress mal einfach so abbauen kann. Und wir haben uns da zusammengesetzt, weil es ging um genau die Aufgabe, mit derartigen Situationen zukünftig besser umgehen zu können. Das haben wir gemacht und das Feedback dieser Person ist übrigens nicht zählbar auf dem Platz, aber außerhalb des Platzes, denn Lebensqualität findet eben nicht nur auf dem Fußballplatz statt, ist, dass diese Person mir gesagt hat, dass sie endlich wieder ihre Lebensqualität zurückgewonnen hat und ja, seitdem eben wesentlich besser mit derartigen Angriffen, Attacken umgehen kann. Ein sehr, sehr sensibles Thema, was aber leider immer mehr ja, im Kommen ist. Das muss man ganz klar sagen. Finde ich aber ein sehr tolles Beispiel. Also ich finde beide Beispiele toll, weil sie einfach auch die Verbindung zeigen. Es ist mal messbar auf dem Platz, was viele Leute letztendlich interessiert. Also viele, die sich nicht intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Aber es geht weit darüber hinaus, dass es in die Persönlichkeit geht. Und das ist halt auch was nicht Zählbares, ich sage mal, auf dem Papier. Aber ich spreche da einfach mal jetzt von der Ritterrüstung, die ihr dann zusammen aufgebaut habt. Genau. Einfach eine Rüstung, wo man sich einfach schützt und wo man sich selbst auch wieder seine Wertigkeit spürt als eigene Person, ne? Und sich nicht irgendwie unterbuttern lässt oder sich die Dinge eben persönlich nimmt. Ganz tolles Beispiel, Jörg. Vielen Dank dafür. Und ich denke, es wird dadurch klar, was deine tagtägliche Arbeit ist. Und warum wir einfach auch da auf deine Expertise bauen und das sehr, sehr interessant finden, in unterschiedlichsten Themengebieten in dem Thema auf dem Grund zu gehen. So kann man es letztendlich auf den Punkt bringen. Und zum Schluss, weil die Zeit ist jetzt vorangeschritten, möchte ich einfach dich nochmal fragen, was hast du denn zu diesem Thema mentale Stärke denn noch für die Zuhörer mitzugeben? Ja, mentale Stärke, also als allgemeinen Tipp für jedermann, sich selbst zu vertrauen. Ja, das heißt, dass wir oftmals Dinge, Situationen bewerkstelligen können, wo wir manchmal denken, das kriegen wir nie hin. Doch, wenn ich mir selbst vertraue und wenn ich mir im Klaren darüber bin, wie stark ich eigentlich bin, und wie gesagt, die Stärke bezieht sich jetzt wirklich auf die mentale Stärke, sich da selbst zu vertrauen und sich vielleicht auch wirklich mal sagen, dass wir wirklich stärker sind, als man sich das manchmal vorstellen kann. Und es gibt ganz, ganz viele einfache Übungen, die man auch wirklich für sich selber machen kann, um so eine gewisse mentale Stärke für sich persönlich gewinnen zu können. Ja, das heißt, wenn man sich bis dato vielleicht noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht mal, ja, also die Zeit ist da, unseren Podcast zu hören. Das bedeutet ja, dass man sich mit diesem Thema zumindest schon mal auseinandergesetzt hat. Sich selbst vertrauen, sich selbst zu sein, also authentisch zu sein, das ist genau das, was ich am Ende des Tages so als Beispiel oder als nett gemeinten Ratschlag mit auf den Weg geben könnte. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich denke, das war ein sehr interessanter Talk. Für mich ist es auch immer wieder spannend, auch wenn wir uns schon viel zu diesen Themen ausgetauscht haben. Aber ich lerne jedes Mal dazu. Das machst du wirklich sehr, sehr sympathisch und auf eine sehr, sehr coole Art. Und ich wünsche dir persönlich alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich wiedersehen können. Auch dieses Interview hätte ich gerne persönlich mit dir durchgeführt. Aber es geht auch über den Weg. Das Thema Digitalisierung ist natürlich gerade im letzten Jahr enorm nach vorne geschritten. Von daher bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Antworten und ja, wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit weiterhin. Vielen Dank. Diese Worte gebe ich gerne zurück. Also für mich wird es ein Highlight sein, wenn wir uns dann das erste Mal wieder in präsenter Form wirklich sehen. Aber du hast eben recht, die Medien machen es möglich. Ja, wie gesagt, auch das ist übrigens mentale Stärke, mit aktuellen Situationen gut umgehen zu können und vor allen Dingen immer das Beste draus zu machen. Das haben wir gerade dann eben dementsprechend gemacht, indem wir einfach diese Möglichkeit des Interviews genutzt haben und uns nicht in die Opferrolle begeben haben, zu sagen, naja, momentan ist ja nichts möglich. Also auch ein schönes Beispiel für mentale Stärke. Genau, richtig. Dankeschön, Jörg. Alles Gute für dich und wir sehen uns. Danke dir. Tschüss.